Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempelglück. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mit dir gerne einen kleinen Milchkarton basteln. Nicht diesen, den hatte ich vor ungefähr 2 Jahren gewerkelt. Das ist ein Mini-Milchkarton. Da öffnet man die Geschichte hier oben und kann das Ganze dann auch von oben mit schönen Naschereien befüllen. Heute möchte ich gerne einen Milchkarton basteln mit Deckel. Ja, ich habe hier schon mal ein paar Muster liegen und ich stelle dir das gleich vor. Also, dieser, wie gesagt, den habe ich vor 2 Jahren gebastelt mit dem Produktpaket Tropenflair. Dieses Produktpaket, das verlässt in diesem Jahr unseren Jahreskatalog. Ich fand es sehr, sehr schön, auch mit diesen Blättern. Aber leider, okay, wir müssen manchmal Abschied nehmen. Das war der. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich gerne einen Milchkarton mit abnehmbarem Deckel basteln. Und zwar so wie hier. Und dann kann man das Ganze eben auch ganz einfach von oben befüllen und hier wieder verschließen. Und also hier habe ich eine Klammer verwendet, um hier oben die Öffnung zu schließen. Hier habe ich es mit beidseitigem Klebeband alles verschlossen, so dass man keine Klammer benötigt. Aber vom Prinzip her eben funktioniert er genauso. Bei diesem habe ich mit Lindgrün gearbeitet. Hier kam das schöne Designerpapier Tropenreise zum Einsatz. Und hier habe ich Grapefruit verwendet. Ja, und mir war einfach danach mal mit fröhlichen, lustigen Farben zu arbeiten. Und deswegen habe ich mich für dieses Designerpapier entschieden. Ja, dann starten wir mal. Den packe ich wieder zur Seite. Und wir nehmen jetzt Farbkarton in Safrangelb mit den Abmessungen 15 x 15 cm. Den müssen wir gleich falzen. Dann habe ich hier noch ein Stück Designerpapier, auch wieder Tropenreise mit den Abmessungen 22 x 6,8 cm. Ja, und dann brauchen wir unseren Papierschneider, weil wir jetzt falzen müssen. Es kann losgehen. Als erstes den Farbkarton. Den falzen wir rundherum bei 5 cm. Ich nehme mal meinen Papierschneider ein Stück runter. Also bei 5 cm rundherum. Jetzt möchte ich gerne ein paar extra Falzlinien ziehen, und zwar bei 3,7 cm. Ja, da ist es. Und jetzt möchte ich gerne von hier unten bis zur nächsten waagerecht verlaufenden Falzlinie falzen. Also bis hierhin. Und das gleiche machen wir auch oben. Also wir falzen nicht durch, sondern bis zur ersten waagerecht verlaufenden Falzlinie. Und das gleiche machen wir auch auf der gegenüberliegenden Seite. Ich drehe mir das Ganze, also bei 3,7 cm wieder anlegen und dann bis zur Falzlinie runterfalzen. Und das gleiche mache ich hier. Auch einmal runter. Das war's. Dann nehmen wir jetzt unser Designerpapier. Ich muss mal eben den Arm hier ausfahren. Und da falzen wir einmal bei 5,2 cm. Bei 10,4 cm. Bei 15,6 cm, das ist genau hier, wo der graue Bereich anfängt. 15,6 cm
Und nochmal bei 20,8 cm. Und das hier wird unsere Klebelasche sein. Jetzt brauchen wir den Papierschneider nicht mehr. Und jetzt können wir alles nachfalzen. Ja, ich habe natürlich vergessen, wir brauchen den Papierschneider doch. Wir müssen ja auch die kurze Seite nochmal falzen. Ich schussel also einmal bei 1,3 cm. Ist natürlich besser, wenn man das gleich macht. Also bei 1,3 cm und bei 4,3 cm. Das habe ich doch glatt vergessen. Na, hier verrutscht es mir jetzt, weil das Papier nicht glatt aufliegt, aber jetzt geht's. Also bei 4,3 cm. Und jetzt kann er wirklich weggelegt werden. So, also die Falzlinien hatten wir alle nachgefalzt. Jetzt können wir diese Falzlinien nochmal nachfalzen und auch im unteren Bereich. Ja, man sieht es hier immer sehr schlecht bei diesem bunten Papier, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Also hier haben wir jetzt unsere Klebelasche liegen. Aber zunächst müssen wir auch noch mal den Farbkarton an allen regulär gezogenen Falzlinien nachfalzen. Und dann werden wir gleich, also jetzt liegt der Farbkarton so vor mir, dass hier unsere extra gezogene Falzlinie zu sehen ist. Die liegt also in dem Bereich und hier oben auch. Ich mache das mal so, damit du es besser erkennen kannst. Und das werden nämlich unsere Klebelaschen werden. Und jetzt schneide ich mir hier erstmal senkrecht hoch bis zur nächsten waagerecht verlaufenden Falzlinie. Und jetzt schneide ich hier dieses Stück weg. Und das wird unsere Klebelasche sein. Und ich schneide hier auch noch ein bisschen schräg ein. Und das gleiche machen wir auch auf dieser Seite. Und auch da schneiden wir dieses Stück weg. Und wir schneiden hier wieder schräg ein. Und auf der anderen Seite machen wir es genauso. Und unser Farbkarton schaut jetzt so aus. Und jetzt können wir Kleber auf die Klebelaschen geben. Ich nehme das beidseitige Klebeband. Flüssigkleber geht natürlich auch. Und dann haben wir unsere Grundbox sozusagen schon fertig. Das ist also eine ganz schnelle Verpackung. Also schnell zu basteln, aber eben trotzdem wunderschön. Und jetzt müssen wir die Schutzfolie abziehen. Und wir können unsere Verpackung zusammenbauen und achten eben darauf, dass wir genau hier an dieser Kante anlegen. So, und das machen wir jetzt auch mit all unseren Klebelaschen. Schön sauber anlegen, damit der Karton dann auch gut in Form ist. Ja, das war's.
Und jetzt können wir uns dem Designerpapier widmen. Wie gesagt, hier habe ich jetzt die Klebelasche liegen und hier oben liegt die schmalere Seite. Und auch da nehme ich jetzt mal mein beidseitiges Klebeband. Aber Flüssigkleber geht selbstverständlich auch. Und ich werde hier oben in dem linken Feld Kleber anbringen. Bis zur nächsten Falzlinie. Und in dem dritten Feld auch von links aus gesehen. Ich schlage mir das mal um, damit ich besser die Falzlinie erkenne. Das ist wirklich schwierig bei diesem Papier. So, und jetzt müssen wir hier noch die Klebelasche ein wenig schräg einschneiden. Und jetzt kann es losgehen. Ziehe ich mir hier wieder die Schutzfolie ab. Und dann lege ich mir das Papier um und werde das Ganze hier sauber rauflegen. So, das haben wir. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und da, wo wir diese Extrakleber, Klebelasche drauf haben, das werden die Seiten sein. Und ich gehe jetzt schon mal mit meinem Finger hier mittig so rein und führe meine Verpackung oben zusammen, damit das schon mal so ein bisschen in Form ist. Und jetzt fange ich an, hier auf dieser Seite die Schutzfolie wieder abzuziehen. Und gebe, also drücke das hier alles eng zusammen, damit es gut sitzt. Und hier jetzt auch. Na, das will nicht immer unbedingt, so wie ich, aber jetzt hat es geklappt. So, und jetzt sitzt unser Deckel schon mal sehr gut. Ich führe ihn hier rauf. Ja, super, es passt. Und jetzt fehlt natürlich ein Spruch, wie hier auch. Ich habe hier mich für das Hallöchen entschieden. Das stammt aus dem Stempelset Alles im Block. Da sind sehr schöne Sprüche drauf. Und zwar herzlichen Glückwunsch, Hallöchen, willkommen, toll gemacht, finde ich auch super, den Spruch für dich. Von mir, danke. Und dann noch so ein bisschen Hintergrundstempel. Finde ich also ganz toll. Ich nehme jetzt das Hallöchen wieder. Das habe ich mir auch schon auf einen Block gesetzt. Und bei meiner alten Verpackung, da hatte ich ja diesen Spruch genommen, ein kleiner Gruß. Also da kann man ja nehmen, was man möchte. Also ja, auch was der Anlass halt so erfordert. Und da ist man ja ganz flexibel. Gut, dann starten wir mal. Hier werde ich jetzt noch eine Holzklammer draufsetzen. Das ist dann auch schon mal eine kleine Deko. So. Und jetzt brauchen wir ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß. Wir benötigen unser Stempelkissen in Safrangelb. Und dann stempeln wir uns das Ganze hier ab. Und ich werde diesen Spruch per Hand ausschneiden mit einer Schere. Also man braucht nicht immer die großen, man braucht nicht immer Stanzen, man kann auch vieles per Hand ausschneiden. Und ich lasse mir hier so einen kleinen Rahmen. Und dann haben wir unseren Spruch schon mal fertig. Das kann weg.
dann nehme ich jetzt Mini Dimensionals. Also ich habe bei dieser Verpackung mit ganz, ganz wenig Deko gearbeitet. Quasi ist der Spruch die einzige Deko und die Klammer. Weil ich finde, dass das Designerpapier so schön ist und das braucht gar nicht so viel, ja, Schmuck. Und deswegen habe ich mich halt für diese, also man könnte es jetzt auch schräg machen. Ich mache es mal gerade. Deswegen habe ich mich halt für diesen minimalen Aufwand entschieden. Jetzt brauchen wir noch ein Stück Schleifenband. Da nehme ich unser Saumband in Knitteroptik. Und das lege ich mir hier einmal rum, um zu sehen, wie viel ich ungefähr benötige. Und dann werde ich mir jetzt eine Schleife binden. So, ich habe jetzt meine Schleife gebunden. Das Ganze schaut so aus. Und jetzt präsentiere ich dir nochmal die zwei anderen Projekte, sag ich mal, also Musterbeispiele und mal sehen, was dir am besten gefällt. So, da haben wir sie. Unser heutiges Projekt, das wir eben gebastelt haben. Das funktioniert auch alles. Ich finde das eben mit diesem abnehmbaren Deckel auch sehr, sehr schön. Hier in Safrangelb, hier in Grapefruit, der Grundkarton, und hier in Lindgrün. Ich mal sehen, ich werde mal einen Stift da hinlegen, vielleicht geht das jetzt so. Dann hast du jetzt den genauen Blick. Also, ich finde alle Farben sehr schön und es ist wie gesagt immer Geschmackssache. Hier habe ich komplett mit Klebeband verschlossen. Das finde ich auch gut. Aber mit den Klammern finde ich das auch sehr dekorativ. Ja, und vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr Schnickschnack dranbringen oder anbringen. Das ist ja auch kein Problem. Ja, das war unser heutiges Projekt. Ich bin durch. Ich finde es ganz toll, dass du wieder zugeschaut hast. Vielen, vielen Dank. Und wünsche dir eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Bleib vor allem gesund. Ja, bis dann, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss.